Kannst du nicht meckern. Einstieg hier ins Wasser. Nett. Eine Wasserstatue. Ich sagte nur, dass du eine Wasserstatue bist. Oder eine Meerjungfrau? Was? Oder eine Meerjungfrau? Eine Wasserelfe. Eine Wasserelfe. Natürlich. Ah, Bummeltag heute. Auch nicht schlecht. Oh, jetzt kriege ich GEMA-Probleme, ne? Die Mucke an hier. So. GEMA-Probleme. Erledigt. So ein Schnüsseltag heute. Auch mal schön. Ich renne da gerade noch ein Filmchen. Läuft. Abgesoffen? Wo ist er? Ja, kennt den Weg. Und wie war? Piss warm das Wasser. Pipi warm heißt das. Wie warm? Badewanne warm fast. Ehrlich? Ja. Nicht schön. Nee. Ganz viele Algen drin. Also, sieht optisch besser aus als es ist. Oh, ja, man kann bis auf den Grund gucken. Also, ja, so. Nicht. Du hast zwischendurch immer so diese Algen und alles. Und alles? So, heute gibt es Hähnchen vom Grill. Lecker, lecker, lecker. Was machen wir dazu, Schätz? Kartoffelsalat? Kartoffelsalat. Kartoffelsalat. Yummy, yummy. Oh, Kinders. Es ist angerichtet. Lecker, lecker. Ja, wir hauen uns das jetzt hier mal schön in die Birne. Ja. Und ja, ich glaube, heute Abend Netflixen wir nochmal. Ja. Und dann ist Schluss für Duschen heute. Und das ganze Programm einmal. Schön relaxen, Sonnenuntergang genau. Beobachten, wenn es so einen hier gibt. Keine Ahnung. Ja. Jo. Wird wohl werden. Ich bin da sehr optimistisch. Ich würde sagen, bis dahin erstmal schönen Dank, dass ihr dabei wart bis hierhin. Jo. Und wir sehen uns morgen früh, Vormittag. Ja, morgen. Beim nächsten Mal. Morgen, definitiv. Dodekaliten. Ja, genau, Dodekaliten. Oder wie der auch immer heißt. Alles guten klar. Appetit. Gute Nacht.
schön. Von diesem sonnigen, besonderen Platz. Ja, herzlich willkommen bei den Dodekaliten. Dodekaliten. Entschuldigung, Dodekaliten, ja. Auf Lolland, auf einem Berg. Hat hier ein Künstler seine Steinstatuen platziert mit Blick aufs Meer. Auch hier Respekt. Schön. Sehr schön. Sehr schön. Man parkt am Hafen, muss dann ein Stück gelaufen. Genau. Habt ihr gesehen, ist nicht so weit. Man kann auch ein bisschen, oder man geht dann noch ein bisschen durch den Wald. Ja. Schön. Ja. Alles wunderbar. Nur hier oben ist natürlich alles frei. Viel Hitze, viel Sonne, heute zumindest. Ja. Aber sehr schön. Auch empfehlenswert. Blick aufs Meer, wunderbar. Ungefähr 15 Kilometer vom Campingplatz Bandholm entfernt. Ja. Kann man mal schnell machen. Genau. Die Töne, die ihr da gerade gehört habt, die kommen vom Band. Ja. Hat schon was Mystisches. Soll auch so sein. Oh. Wenn das hier Herbst, Winde, Kühle, Dunkelheit, Feuchtigkeit und dann die Mucke. Wow. Feuer hier noch in der Mitte. Ich glaube, das machen die hier zur Midsommerwende irgendwie. Da ist hier dann, glaube ich, auch so. Oh, ist da Feuer? Ah, komm, ist egal. Sehr schön. Ja, das ist dann auch die letzte Station. Ja, allerdings, unsere letzte Station in Dänemark. Wir werden jetzt auch gleich wieder zurück nach Bandholm. Danke. Nach Bandholm fahren. Der Stellplatz hat uns super gut gefallen. Mhm. Ja, und morgen geht es dann Richtung Rødby. Rødby Fähre. Was macht denn der Hund hier? Ja. Das ist der zu warm. Ist nicht ihr Wetter. Sucht Schatten. Ja, so. Was ist denn hier los? Aua. Ja, Richtung Fähre. Mhm. Und ja, wir lassen uns heute noch mal gut gehen. Und schon gleich noch mal ein bisschen. Grillt euch ein, kommt genau, ne? Schön grillen können heute Abend noch. Genau, genau. Und dann? Ja, dann sprechen wir nochmal auf der Fähre oder vor der Fähre oder irgendwie. Ja, ja, ihr seht uns. Wir werden jetzt heute nochmal schön genießen. Ja. Vielleicht kommen noch ein paar Bilder, ich weiß es noch nicht. Wir werden sehen. So, bis gleich. Genau. Genau. Schön. Ciao. So,
Ja, wird mal wieder Zeit für Essen. Und da grillen wir wieder. Gibt ja nichts Besseres als grillen. Oder? Was? Gibt ja nichts Besseres als grillen. Jo. Soll ich dir helfen? Und ein bisschen Limbo machen. Wegen Schatten und Tür. Elegant. Ja, wir haben ja einen Hund. Und der mag das nicht so warm. Dann versuchen wir das auch ein bisschen schattiger zu halten alles. So. Heute gibt's Grillwürstchen, Bratkartoffeln und einen gemischten Salat. Grillwürstchen, Bratkartoffeln. Oh, lecker. Yummy. Ja, guten Appetit. Das sieht gut aus. Und dann hier die Spur. Geradeaus, 1 bis 13. Ja, genau. Und wir sind genau auf der Spur von der 9. Perfekt. Guten Morgen, ein letztes Mal aus Dänemark. Jo. Ist Zeit, wir reisen gleich ab. Wir sind jetzt hier gerade am Fährhafen in Rødby. Mhm. Und fahren dann rüber nach Puttgarden, Fehmarn. Und da endet dann auch unsere Dänemark-Erfahren-Rundreise. Also uns hat's super gut gefallen, ne? Ja. Anfängliche Bedenken in Bezug auf Stellplätze, weil wir ja in den Ferien sind, dass die voll sind, hat sich nicht bestätigt, außer der eine, der war voll, aber ansonsten haben wir immer super Stellplätze gekriegt. Wir hatten nur ein Problem, der war rappevoll, das war noch so ein Fünfer-Stellplatz. Alle anderen waren... Haben wir überall einen Platz gekriegt. Kein Problem. Bezahlen, kein Problem, alles. Ja, Kreditkarte wäre schon echt sinnvoll oder mindestens eine EC-Karte. Ja, also für die Automaten an den Stellplätzen reicht eine EC-Karte, aber für manches andere braucht man einfach eine Kreditkarte. Ja. Also es empfiehlt sich schon, eine Kreditkarte zu haben. Nein, ansonsten hat alles super geklappt, hat uns super gut gefallen, also mir zumindest. Ja, mir auch. Also mir auch. Ganz toll. Ich bin jetzt doch ein bisschen traurig. Und dennoch sagen wir danke, dass ihr uns begleitet habt. Ja. Danke für die vielen netten, positiven Kommentare, für die Daumen nach oben und Tipps. Wir konnten sie nicht wirklich alle anfahren und ich habe auch die Vermutung, dass ich den einen oder anderen nicht erwähnt habe, der uns noch Tipps gegeben hat. Aber hey, komm, ich habe auch Urlaub. Vielleicht kommen wir auch nochmal wieder her. Ja, das stimmt irgendwann nochmal, ne? Sehe ich genauso. Also wir haben einmal wirklich fast komplett rum. Ja, ne, wir sind rum. Wir sind einmal ausgeruht. Ich blende mal die Karte ein. Ja, vielleicht noch ein paar Spezifikationen. Moment, ich guck mal eben. So vom Auto und der... Mach mal aus hier. So, reine Fahrzeit, 50 Stunden und 35 Minuten. Wir sind gefahren 2360 Kilometer und haben für diese 2360 Kilometer im Schnitt 10,4 Liter Diesel verbraucht. Jo. Das waren die Verluste am Auto. Ja, ist ja gut. Verluste am Auto minimal. Wir haben oben eine Dachluke. Dieses Fliegengitter hat sich ein bisschen die Bänder da gelöst. Da muss ich nochmal gucken. Ansonsten tip top. Danke, Günner, dass du uns hier so schön gefahren hast. Kriegst auch einen Daumen hoch.
Ja, ist doch so. Der Fahrer kriegt auch einen Ja, der hat sich das ist auch super. Und die Beifahrerin, die dann immer hilft, hier bei der Fähre und bei den Stellplätzen und alles immer schön auskundschaftet hat. Nein, war ein super Urlaub. Ja. Und nochmal, wir bedanken uns, dass ihr dabei wart. Auch an den neuen Abonnenten, die mittlerweile dazugekommen sind, herzlich willkommen, Glück auf. Ja, ich würde sagen, wir sehen uns im nächsten Video. Bleibt sauber, macht's gut. Bis dann. Tschüss aus Dänemark. Tschüss. Das ist aber rot. Nee, grün. Das ist grün. Also lohnt sich schon, wenn man doch eher da ist, ne?